Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge aus dem Let's Show hier zu Arc Age. Und ja, es hat sich einiges verändert. Nicht nur die Haare sind länger geworden, nein, wir haben auch eine schickere Waffe, wir sind ein Dorf weiter und mein Spielverständnis ist natürlich ähnlich groß gewachsen. Oder auch nicht. Wo geht's hier genau hin? Wir gehen mal. Egal wo es hingeht, wir sind da schon richtig. Und nette Bilder gibt's hier. Aha, da gibt es eine Flugmaschine mit, oder sowas, irgendwas mit Rädern. Die super Hausfrau mit Strapsen und ja, mal gucken, was hier so weiter ist. Es gibt also mehr Möglichkeiten, als ich erst dachte. Im ersten LP dachte ich ein bisschen, das Spiel sei ein wenig. Hat man mir vielleicht angemerkt. Im zweiten LP war ich dann schon etwas begeisterter. Jetzt kann ich... schön. Jetzt kann ich sagen... Da geht die Post ab. Es ist wirklich interessant und es hat viel mehr zu bieten, als man erstmal unter dieser eventuell verwirrenden, langweilig sehenden Haube zu bieten hat. Wer bist du bitte? Ein Level 15 Spieler. Contest Coin Collector. Okay. Ich will aber an keinem Contest teilnehmen. Eigentlich möchte ich so noch ein bisschen, ne, rumschwadatzen. Ja, schön, dass ihr mich alle begrüßt, aber, Merge All Portal. Ich hoffe, ich komme zurück. Ah ja, zur Previous Location. Sehr gut. Da war ich eigentlich. Und, ich weiß jetzt nicht, wo wir waren. Wir waren an einem mysteriösen, Ort, wo man wohl, Feste, feiern kann. Ähnlich. Wie gesagt, ich vergleiche hier viel mit Lineage, weil mich viel hier an Lineage erinnert. Obwohl das nicht schlecht ist, um das mal zu betonen. Wenn wir gleich wieder auf einem Bildschirm sind, der mich vielleicht nicht an einen Ladebildschirm erinnert, dann kann ich euch ein bisschen mehr erzählen darüber, was ich so gelernt habe. Und dann können wir noch ein bisschen weitergehen hier in der Geschichte. Da habe ich auch nicht weitergemacht. Und zwar wie folgt, habe ich mir jetzt einen dicken Zweihänder besorgt. Und ich habe mal meine Skills ein bisschen durchforstet und durchgelesen und es ist wirklich so, dass ich hier die Skills kombinieren kann und es ist hier nicht, upsa, Verzeihung, einfaches Tastengehacke, schon wieder, upsa, einfaches Tastengehacke, hier geht es vor allen Dingen dann darum, wie man seine Fähigkeiten vernünftig aneinander hängt. Kann ich jetzt bitte aus diesem Ladebildschirm rausgehen, dankeschön, wie man seine Fähigkeiten vernünftig aneinander hängt, dass diese entweder sehr effektiv werden oder auch, wie soll ich sagen, dann halt weitere Effekte hinzufügen. Hier unten seht ihr dann die Kombination. Meine erste Attacke, der Triple Slash, den ich nie dreimal hintereinander benutzt habe, kann dreimal hintereinander benutzt werden und macht hinterher richtig fett Schaden. Außerdem schmeißt dieser Schlag einen Gegner zu Boden, sobald dieser verkrüppelt ist. Und mit dieser Battle Rage Attacke verkrüppeln wir diese, deswegen fallen die immer um, wenn ich die haue. Und gleichzeitig haben wir einen Fehler gemacht. Ich habe hier so ein passives Talent genommen, damit ich mehr Schaden mache mit Nahkampfattacken. Das ist übrigens mein Huhn, mein neues. Das ist groß geworden. Hallo. Und ich würde es gerne füttern, aber ich habe nicht genug Grain. Ich weiß zwar, wie ich dieses bekomme. Und zwar, indem ich Pflanzen, wie hier diese Iris, die hier rumfliegen, sammel und aus denen halt Essen mache für mein Tier. Aber ich habe nicht genug, Moment mal, ich habe nicht genug Iris, man braucht 10 Stück von dem gleichen Typ und das habe ich nicht. Entweder, also wir werden uns dann irgendwie noch umschauen nach weiteren Pflanzen. Oben kann man sich sogar eigene private Felder schon anlegen für Pflanzen. Und oder für Bäume, habe ich gesehen, kann man sich auch holen. Aber das alles erstmal im späteren Spielverlauf. Jetzt erstmal hier. Storymäßig geht es jetzt hier weiter, denke ich. Jawohl. Your people had never shied from risk, if it meant great reward. Centuries ago, an expedition tried to find the birthplace of the world, the source of all magic. Somehow they had succeeded and had altered the fate of the world. They'd inherited fantastic powers. Powers that destroyed the continent of Auroria, but also saved the people living there. Transporting them to new, safer lands. When any of the adventurers died, their new powers passed their memories to all Auroria survivors.
transferred by blood through generations, most of those memories had begun to fade. But it was said that in some gifted people, they could re-emerge. It could be happening to you. Also, ich bin jemand, der deren Vorfahren sehr große Magie wohl hatte. Sehr gut. Und deswegen kann ich mich immer ganz komisch an diese Sachen erinnern, die da mal passiert sind. Wo er sich nicht sicher ist, ob ihm das passiert ist. Jetzt wissen wir, es ist ihm selber nicht passiert. Sondern nur seinen Vorfahren. Hallo, ich möchte gerne ein Quest haben. Got a moment, I need to send this young... Okay, ja, dann nehme ich die mit. Ich nehme mir so ein Tier mit und gehe damit an den Stall, an den örtlichen. Du siehst ja niedlich aus in meinem Korb, zeig mal. Zeig dich mal ein bisschen. Hupsa, hier war gerade ein bisschen... Wäre fast vom Stuhl gefallen. Aber nicht so schlimm. Ich bin halt aufgeregt über das Spiel, das muss man mal sehen. Kann ich damit reden? Nein. Oh, das ist so niedlich, ist voll am Pennen, das Vieh, und ganz klein und sitzt in seinem Korb drin. Ah, Rennen bringt jetzt ganz wenig. Ach so, warte mal, stopp halt. Moment. Hier irgendwo soll das sein. Deliver to the Stelle. Map. Okay, das ist wohl ein bisschen weiter vorne, als ich dachte. Ich dachte, die Stelle sind hier vorne irgendwo, aber wohl nicht. Ja, ich möchte jetzt gerne weiterlaufen. Ich habe gesehen, klar, mein Rennen kostet Mana und das ist so eine Sache, das ist mir jetzt im Offline, also Off-Screenplay nicht so aufgefallen. Wenn man dann rennt an den Monster ran, dann hat man kein Mana mehr, um gegen die zu kämpfen. Ist natürlich sehr intelligent. Hi. Okay. Hier kann man sich also auch einen Platz mieten, um seine Wildtiere oder um seine Nutztiere zu züchten. Ich habe dir das mitgebracht. Und ich darf mir jetzt einen von diesen niedlichen Tieren aussuchen. Und da nehmen wir den Blacktail. Eventuell. Darf ich das noch nicht machen? Erst gleich, wa? Time to grow up. Dann muss ich jetzt dieses Seed hier pflanzen. Perfekt. So, und das dauert jetzt ein paar 25 Sekunden und dann kann man das hier wieder... Ah, okay, ich kann mir also Wasser holen. Ach ja, cool. Und jetzt kann ich die Pflanze auch bewässern, oder wie? Ach, sieh mal einer an. Okay, das verstehe ich. Das ist das, man kann halt mit allem interagieren und man kann hier nicht nur Monster bekämpfen. Wie gesagt, man kann hier auch wirklich den ganzen Tag farmen und dergleichen und so weiter und so fort. Den schwarzen haben wir gesagt, nehmen wir den. How to rise. Collect ein, das haben wir geschafft. Den Schwatten. Und den können wir jetzt hier hinsetzen. Der sieht doch ganz gut aus. Setz den mal dahin gerade. Und jetzt können wir mit dem... Was? Ich kann ihn amusen. Ich kann ihn auch füttern. Oh, wie süß der ist. Da freut er sich, dass ich ihm was Essen gegeben habe. So ist vernünftig. Ach, das war diese Vitalwurzel. Und jetzt kann ich ihn wässern oder was? Muss ich mein Tier wässern? Wer weiß das schon? Wir machen das einfach mal. Huch, jetzt ist der ein bisschen fetter geworden. Ach, jetzt muss ich ihn wässern. Ups. Dann holen wir uns noch ein bisschen Wasser aus dem Brunnen. Ich glaube, das kostet keine Labor-Punkte. Nein. 5 Wasser sogar gekriegt. Geil. Dann wollen wir nochmal machen, was sie von mir wollen. Zack. Used Water. Ich muss ihm das Wasser geben als Trinken und nicht als als Bewässerungsmaßnahme. Da freut er sich nochmal. Und jetzt kann ich
ihn weiter. Ach, jetzt wasche ich den, glaube ich, ne? Ja. Oh, der ist so süß. Kann ich den behalten? Ich hoff's. Jetzt in 7 Sekunden wird er sich dann wieder weiterentwickeln. Das ist ganz interessant, wenn man dann, sag ich mal, seine eigene Riesenfarm züchten kann. Das ist mein Tier. So, ich tanze für mein Tier, auch schön. Genau. Boah, warum ist denn so riesig, die Katzenviech? Yeah. Und hat mir das gefallen? Ey, tanzt mit. Das ist geil. Wow. Vielleicht mag ich dich doch nicht mehr. Du warst gerade so süß. Right-click the mount icon in your bag to summon it. Drag the... Ach, guck mal, da steht dann hier rum. Und dann kann ich den aufmounten. Yeah. Du warst vorher so niedlich und jetzt bist du voll das eklige Drecksvieh. Aber immer noch niedlich. Oh, wie der letzte Seite hoppelt. Zerköpfen mit meinem neuen Freund. Rückwärts gehen sieht immer bescheuert aus in jedem Spiel, ich weiß. Kann ich das behalten? Amazing Job. Natürlich. Bin der Beste. F? Was ist denn F? Bye. Achso, ich will den nicht kaufen. Ich hab doch hier meinen Mount. Ich weiß nicht, hält das jetzt auf ewig oder wie? Ja, sehr gut. Dann habe ich jetzt einen Mount. Wie schön. Dann machen wir jetzt hier nochmal einen Story-Quest. Use altes Feuerwerk. Warum nicht? Hm. Hallo. Ich habe Feuerwerk benutzt. Wie war's? Ich habe ein sehr seltenes Feuerwerk benutzt. Okay. Und dann muss ich mit dem Typen da vorne reden, den kenne ich schon. Da war ich schon mal. Oh, den habe ich beim Vorbeireiten schon gesehen. Hi. Ah, das war ein Shadowhawk. Some of the names of the 12 adventurers, the library expedition, were well known. Mhm. Everyone had heard of Gene, who'd been transformed into Kyrios, the god of destruction. However, the memories that most often surfaced in Harani belonged to an assassin named Melisara. You hearkened back to the first memory you'd experienced. Through Melisara's eyes, you saw the dark-haired man hand her the uniform. Then offer a boyish grin and say, "Welcome to the Shadowhawks." She glared at him, but forced a smile. It was Jean. Okay, also hat der Gott der Zerstörung die Shadowhawks in die gegründet. Toll. Wissen wir das auch schon mal? Ich finde das Voice Acting sehr gut. Ja, es ist alles noch auf Englisch natürlich. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal auf Deutsch kommen wird. Das weiß wahrscheinlich nur der. You give crops water to make them grow fasty faster. Who is planting here again and again and again? Get your own farm, leave room for. Das ist meine eigene Farbe, wie geil das doch ist. So, jetzt gibt es hier irgendwo aber weiter ein Quest, der ist dann davor. Das ist mit dem Hoppeln, ist so geil. Die neueste Art der Fortbewegung. Und es ist sehr, sehr gut für die Gelenke vor allen Dingen. Oh, der hat sogar ein Pferdchen, guck mal. Cool. Okay, also es gibt hier mehr als diese komischen Monsterviecher. Ich hätte gerne den nächsten Quest, auch wenn ich noch nicht weiß, was ich mit den Gildas da genau brauche. Will. Möchte. Was ich davon habe. Und wo ich die habe. Aber wir sollen wohl wieder zurück irgendwo hingehen. Am besten da rein. Ja, da sehe ich doch den Questgeber. Um wieder den Pfad hier zu nehmen. Ich habe gesehen, das ist in Kapitel unterteilt, diese Hauptstory. Schon wieder? Alter, und es ist sehr heftig, wie viele Cutscenes darauf kommen. You studied a map marked with Haman's meeting place and saw a ghostly image of another map. Another memory. As your head ached, you looked out through Melisara's eyes. You saw an elegant queen with cold eyes point at the map. "He's here, in Delphinad," the queen snarled. "If I can't take my pound of flesh from the mother, I'll take it from the son," Melisara said. Make your peace, Gene Evernight. The hereafter is waiting.
So, jetzt wieder mittendrin. Um nochmal das hier aufzugreifen, es ist natürlich eine Verbindung aus Rollenspiel und Sandbox-Game und das sieht soweit eigentlich auch ganz gut aus. Ich dachte, jetzt wäre mir der Rechner abgekackt. Oh, nicht ruckeln, bitte. Da gibt es doch noch irgendwelche Pflanzen. Meins! Ich könnte meinen Huhn auch schlachten. Wenn ich jetzt... Kann ich bitte diese... Nein, ich kann noch nicht. Dann schlachten wir jetzt mal einen Huhn, weil sonst müssen wir so weit zurück. Und wenn ich, während ich reite, kann ich nicht rennen. Und es scheint so im Moment, dass das Rennen nicht, dass das Rennen noch schneller ist als das. Dankeschön. Dass das Reiten immer noch schneller ist als das Laufen. Nicht so schnell ist wie das Laufen. Tschüss. Und ich kann jetzt hier mein Huhn schlachten. Zack! Und da war das Huhn im Sack. Und es gibt dreimal Hähnchenfleisch oder Hühnchenfleisch. Außerdem ist zu dem Spiel zu sagen, dass es hier keine Berufe gibt. Also keine erlernbaren Berufe, wie es bei vielen anderen RPGs der Fall ist, wo man sich halt entscheiden muss, welchen Beruf man wählt. Ach guck mal, das sind Gleiter. Auch cool. Auch ein gutes Feature im Game. Und da fliegt er davon. Hätte auch gern so ein Ding. Naja. Ist auch ein cooles Feature, dass man halt alle Berufe machen kann, die man möchte. Das heißt, wenn ich jetzt mal heute einen Trank brauen will, dann brauche ich heute mal einen Trank. Und wenn ich morgen eine Rüstung nähen möchte, dann nähe ich mir halt morgen eine Rüstung zusammen. Und ich bin da nicht gebunden an irgendwelche drei Berufe-Regeln oder keine Ahnung, wie das hier und da mal gelöst ist. Ja, ich möchte gerne... diese Truhe haben und ich soll sie zurückbringen nach da vorne. In 10 Minuten schaffe ich niemals. Schaffe niemals in 10 Minuten über die Straße zu gehen, obwohl die Truhe ganz schön schwer ist. Komm schon, Junge! Streng dich ein wenig an. Ich gehe mal runter vom Pferdchen, das ist ekelhaft. Da bin ich so schneller drin, glaube ich. Um einige schneller. Mein Pferdchen hat noch nicht die die richtige Kraft. Hallo, wer bist du? Du bist ein... Ja, dankeschön. Oh, du bist ein Affe. Wie schön. Take Reward. Dankeschön. Du gibst mir also Eisenhandschuhe. Wenn ich dir da deinen komischen... Scheiß wieder zusammenknete. Mal gucken, was es hier so zu buddeln gibt. Okay. Oh, ein Evidence, ein Beweis für etwas. Ich weiß nicht für was, aber es ist sehr schwierig hier mitzuhalten, das Englisch zu übersetzen für sich selber, dann weiterzukommen, darüber zu quatschen, was zu tun ist. Ich denke aber für dieses Mal soll das hier gewesen sein, wie gesagt. Achso, nee, noch nicht. Moment. Haltet euch noch zurück mit den Jubelschreien, dass es wieder vorbei ist. Ich muss mal eben ganz kurz nochmal einen Kampf starten. Um mal die neuen, wie gesagt, diese Kombo-Fähigkeiten auch zu zeigen, die ich dann hier gekriegt habe. Und da können wir gegen so eine riesige Mantis, also Gottesanbeterin, kämpfen. Mal schauen, was sie so drauf hat. So, ich kann, wie gesagt, ranrennen und dann ist er verkrüppelt. Und wenn er verkrüppelt ist, dann kann ich hier... Oh, okay, cool. Ihn auf den Boden schmeißen. Ich hätte ja noch eine andere Magie nehmen müssen eigentlich. So, und hier sieht man dann, er macht drei Schläge mit dieser Attacke, die dann sehr schnell funktionieren. Ich weiß gar nicht, was meine erste Attacke so kann. Ich glaube nichts, außer Autocheck. Was man halt so macht, wenn man gerade keinen Mana hat. So, und tschüss. Alles meins. Gib mir deinen Loot. Und ich denke, wenn wir hier nochmal... Oh, es gibt XP in den Dingern. Und es gibt Geld. Das ist sehr schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Nicht auf die Schultern klettern. Wieder. Und dann schauen wir mal, ob es hier noch mehr zu entdecken gibt. Ich hoffe, euch gefällt das soweit. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Bis dahin. Ciao.